Der lässt dich. Oh, oh Mann. Ach, dafür? Magst du mal einschlafen. Also, wenn ich nicht einschlafen kann, dann trinke ich eine warme Milch mit Honig. Ja. Also, wenn ich nicht einschlafen kann, dann lege ich mir einen kalten Waschlappen auf die Stirn. Also, wenn ich nicht einschlafen kann, dann sehe ich Schäfchen, aber nur die schwarzen. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann denke ich an die Schule. Also, wenn ich nicht einschlafen kann, dann probiere ich an nichts zu denken. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann stehe ich manchmal einfach wieder auf und nehme mir ein Glas Wasser und probier's nochmal. Also wenn ich nicht einschlafen kann, dann nehme ich ein warmes Bad. Ja. Das war ein warmes Bad. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann denke ich an diese kleinen Tiere, diese Siebenschläfer. Genau. Also wenn ich nicht einschlafen kann, dann drehe ich mich 5-mal nach links. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann höre ich manchmal einfach noch ein bisschen Musik. Also wenn ich nicht einschlafen kann, dann lese ich ein dickes, langweiliges Buch. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann stehe ich manchmal wieder auf und gehe vor den Spiegel und nehme eine Bürste und kämme meine Haare ganz wild nach hinten. Das glaube ich nicht. Naja, das war jetzt so ein bisschen erfunden. Ein bisschen. Das ist aber lustig. Da ist dein Bett.
Das Mädchen lag im Bett mit offenen Augen. Zimmer wie ein Wald. Oder ein Wald wie mein Zimmer. Die Puppen haben dann Angst, die Augen zu schließen. Sie glauben, es wird nie wieder hell. Wie kommst du denn da drauf? Der weiße Bär hat es mir gesagt. Wer? Der weiße Bär. Zum Schlafzimmer der Eltern. An der Wand ein Bild. Das hat das Mädchen gemalt. Habe ich die Schublade am Schrank zugemacht? Die untere? Ja. Die große, die immer klemmt und dieses Geräusch macht beim Zumachen. Ach, die ist ganz sicher zu.
Das ist wirklich ein sehr großes Zimmer. Ja, und nachts wird es immer größer. Also nachts könnte man hier Fußball spielen. Was ist das? Das ist doch der Korb. Der welche Korb? Nein, die Kramkiste. Die Technikkiste mit Antennen und Zahnrädern und Schrauben und Kabeln und Schrauben. Da oben auf dem Regal sitzt der Elefant ohne Rüssel. Hab ich den da hingestellt? Warum ist der Elefantschatten so groß? Schatten sind eben größer als ihre Besitzer. Aber warum? Warum kann ein Schatten größer wachsen als ein Besitzer? Die Zimmerdecke ist ganz weit weg. Man kann die Sterne sehen. Das geht doch gar nicht. Da war was im Bücherregal. Wo? Da hat sich was bewegt. Der Elefant oder nur der Elefantschatten? Der Zug. Das Licht im Flur ist aus. Vielleicht ist der Flur gar nicht mehr dahinter. Ich habe das Gefühl, der Elefantschatten wird immer größer. Oder wir werden immer kleiner. Ich habe Durst. Nein, dann müsstest du aufstehen. Mir ist kalt. Mir ist warm. Ich hab Durst! Nein, schlafen! Wenn du so laut bist, dann weiß man, dass du da bist. Ich versteck mich. Ich versteck mich unter die Decke. Es ist noch dunkler. Ich versteck mich. Aber das ist doch mein Zimmer! Kann man sich im dunklen Zimmer verlaufen, wie in einem Wald? Aber mein Zimmer ist auch von Bären bewohnt. Ja! Ja! Mein Zimmer ist von Bären bewohnt! Ja! Ja! Okay.
der weiße Bär hatte gar nichts gesagt. Der weiße Bär sagte nie etwas. Nachts saß er einfach am Bett des Mädchens. Der weiße Bär, er schimmert ein wenig im Dunkeln. Er dachte an die Bastelstunde heute Morgen, als er sich in den Finger geschnitten hat.
hat auch dann seine kaputten Fahrradklingel. Papa reparieren wollte. Er dachte an Frühstück. Sein Fuß juchte. Sein Fuß roch komisch. Ja, Frühstück. Er dachte an Marmelade, an Vorlesen, an Zimt. An den Streit mit Anouk. Er hatte einen Ohrwurm. Er dachte an einen Schlafanzug. Er dachte daran, dass er morgen unbedingt sein Fahrrad reparieren musste. Er dachte daran, dass er bei Mensch Ärger dich nicht einfach auch lernen muss, verlieren zu können. Er dachte daran, dass er auch mal seine Lieblingsfigur, doch derjenige ist, den er unbedingt nochmal neu erfinden sollte. Dann dachte er an den bunten Nachbarn, an Schokoladenkuchen, an Hallen, an den Schlossmann, an den kaputten Knie, an der süßen Kleine mit der Steck im Wohnzimmer. Er dachte an an ein Wohnmobil, in der Luftmatratze, ein Kuchenpferd, in den Sommern, Schnellhefter, ein Dreh, die Opa und Oma, ein Kaffeesonne, ein Grundbrot, ein kalten Kakao, eine schwarze Regenjacke, ein Knickebrot, ein Sohnkeim, ein Lanschuhkuchenpferd, ein Nickelmaus, und ein krasses Kuchenbrot, ein Müll, ein Holunder, Lauerstehen, Mama, Snack, auf Nachschatten, die Wäsche, Kuchenpferd, ein Drachen, Nachschatten, die Wäsche, mir die Zähne zu putzen. Oh ja, ich auch. Oh mein Gott, ich kann das nicht getroffen. Er geht mir nach. Wenn ich mir die Zähne putze, dann sehe ich ihn im Spiegel. Er sitzt auf dem Klo. Aber er passt gar nicht aufs Klo, der ist viel zu groß. Vielleicht will er so eine Runde Bataillen spielen ohne den Wallfisch. Bitte was? Vielleicht hat er einfach Lust zu spielen. Ja, er will einfach spielen. Also was? War Mikado? Ne? Fangen spielen. Domino. Domino. Domino? Ja. Domino. Verstecken spielen. Ja. Ja. Das ist mein Mami. Mensch, Mensch, ärgere dich nicht. Nein. Ticken. Kenn ich nicht. Ja. Ticken. Thank you.
tanzte er. Nee. 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 Also, ich kann nicht tanzen. Er macht sicher eine Pause und morgen Abend ist er wieder da. Oder? Nein. Nein. Doch. Der weiße Bär kam nicht. Es war stockfinster neben meinem Bett.
Augen nicht an. Bleibst du die ganze Nacht? Hast du auch manchmal Angst im Dunkeln? Ist Angst schwarz oder weiß? Schwarz. 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 Kann Angst wachsen? Nein. Glaubst du an das Gute? Bin ich morgen noch derselbe? Nein. Kann ich im Schlaf fliegen? Warum ist mein Herzschlag so laut? Angst. Und warum schlägt mein Herz von alleine? Und warum können Herzen aufhören zu schlagen? Angst. Machst du auch so Winterschlaf? Nein. Und wer weckt dich im Frühjahr? Und weißt du, wann ich wieder aufwache?
Kannst du auf meine Träume aufpassen? Glaubst du, dass Mama und Papa jetzt ihre Sachen packen und einfach so abhauen? Wohin geht die Sonne unter? Kann man die Sterne zählen? Ist 7 viel? Wo ist mein Schlüssel? Ist Hunger ein Gefühl? Warum gehört Traurigsein dazu? Ich weiß so viel des Guten. Bin ich ein Sonderling? Ich meine, warum vergeht die Zeit nachts so langsam? Wohnt wirklich keiner unter meinem Bett? Warum kann Angst so laut rauschen? Warum haben manche Kinder kein Zuhause? Warum kann man sich nicht aussuchen, was man träumt? Wer hat den Schlaf erfunden? Der schwarze Bär. Kann ich im Schlaf alles vergessen? Bist du mein Freund? Können mich die anderen im Schlaf vergessen? Kann man im Schlaf niesen? Hast du Angst vor Spinnen? Warum macht Angst manchmal so wütend? Warum hat Angst so viel Macht? Kannst du machen, dass ich einschlafe? Also ich meine, wenn ich nicht einschlafen kann, dann was wirst du tun? Ich meine, hast du dir überlegt, was du machen kannst, wenn ich nicht einschlafen kann? Also ich meine, wenn meine Augen einfach nicht zugehen wollen, was du und warum? So ich meine, was und warum sehen die Sachen so aus, wenn ich Angst habe? Und warum gibt es manchmal so Dinge, wenn ich Angst habe, die eigentlich gar nicht da sind? Und ich meine, und was machst du, wenn ich nicht einschlafen kann? Und das ist so... Schwarzen Bär.
die Angst nehm ich mit. Bärentanz mit eleganter stille Nacht wird angenehm. Superhuhn gehört nicht dazu. Flug, die Angst gehört mir. Auf der Reise durch die Nacht hat die Angst mir Angst gemacht. Bett und Zimmer sind ein dunkler Wald. Sehne mich so sehr nach Licht. Wirklich brauchen du es nicht. In die Träume reite ich nun bald. Schwarz und weiß, eiskalt und heiß, groß und klein, hundemüde sein, eckig rund, Igel, Gatz und Hund, flupp, die Angst ist dabei. Rot und blau, Wasser und Kakao, dein und mein, haben oder sein, hoch und tief, die Geister, die ich rief.